Kein Tag ohne Fußball. Imo Wache. Der Dirk Schuster hat mich am 28. Dezember, an dem Tage, wo er Trainer geworden ist, angerufen, hat mich gefragt, ob ich Lust dazu hätte. Wir haben uns Silvester morgens dann getroffen und haben ausgemacht, dass ich erstmal mit ins Trainingslager fahre, wir uns ein bisschen beschnuppern und dann entscheiden. Und da hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass das wirklich passt, sowohl im Trainerteam als auch ja, mit der Mannschaft an sich. Ja, natürlich die Erfolge, aber auch die Misserfolge, sowohl die Nicht-Aufstiege, Aufstiege dann natürlich, besonders der erste, weil das ein sehr emotionales Teil war, ganz klar mit den 2 Jahren davor, wo zunächst ein Punkt gefehlt hat zum Aufstieg, dann ein Tor und dann waren wir abgeschrieben und das war sicherlich ein sehr emotionales Erlebnis, das ich mit Mainz 05 da erleben durfte. Ja, ich freue mich ganz einfach, dass ich diese Geschichte von Mainz 05 mitgestalten durfte. Denn als ich 1995 aus Mönchengladbach nach Mainz gekommen bin, waren die Strukturen noch ein wenig anders als heute, glaube ich. Und diesen Weg mitgehen zu dürfen, ist für mich eine große Ehre. Und es ist, glaube ich, auch klar, dass nach so langer Zeit der Verein sehr tief in meinem Herzen verankert ist. Ja, ich habe meine Frau dort kennengelernt, meine Tochter ist dort geboren, mein Haus steht in Mainz, ich werde wahrscheinlich in Mainz bleiben. Man hätte es einmal meinen können, weil ich mir wirklich in einem Spiel beim HSV einen reingeschmissen habe, der tatsächlich zu einer Niederlage geführt hat, aber ich glaube, das eine ist das Fansein, wenn man es wirklich in die Wiege gelegt bekommt, und das andere ist der Job. Die Deutsche Torwartschule ist eigentlich mein Hauptaufgabengebiet. Die Geschichte Darmstadt 98 kam eigentlich noch dazu. Ich koordiniere die einzelnen Standorte untereinander. Es ist im Prinzip so, dass Otto Normalverbraucher bei uns eine Ausbildung durchlaufen kann und sich dann dementsprechend mit einem Standort einer Lizenz der Deutschen Torwartschule selbstständig machen kann. Es ist so aufgebaut, dass man es sowohl nebenberuflich, aber auch hauptberuflich ausüben kann. Ja, es ist nicht ganz so einfach, Hochleistungssport und Typ 1 Diabetes unter einen Hut zu bekommen. Ich habe so viele Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene während dieser Zeit kennengelernt, die es im Breitensport schon kaum auf die Reihe kriegen, weil man immer wieder an der Schraube drehen muss, wie viel Insulin gebe ich, wie viel Bewegung, Belastung habe ich, der Blutzuckerspiegel sinkt dadurch und man muss sich schon ein bisschen darum kümmern. Also ganz so einfach ist es nicht, aber es ist definitiv möglich. Disziplin ist das A und O. Ohne Disziplin geht da überhaupt nichts.